Warum gibt es Europa und warum gibt es nicht muslimische Europa? Warum sind wir nicht alle zusammen? Warum machen wir nicht muslimisch Europa? Was ist der Grund? Warum halten sie sich alles zurück? Was ist die Lösung dafür, diese ganzen Sachen? Wie kann man das alles lösen? Ganz ehrlich, meine Meinung, alle Moslems zusammenhalten, alle muslimische Staat zusammenhalten und loslaufen. Alles wegtreten, was kommt. Das ist meine Meinung. Dabei bleibe ich. Du meinst eine Einheit werden, eine Umma, ein Khilafa richtig nach dem Islam zusammenhalten und dann... Das war's. Das ist die beste Lösung, die es gibt. Andere Lösungen gibt es nicht. Sehen wir ja. Was ist die Lösung dafür, diese ganzen Sachen? Wie kann man das alles lösen? Nochmal, warum gibt es Europa? Warum gibt es nicht muslimische Europa? Muslimen? Warum sind die nicht alle zusammen? Wie viele muslimische Länder gibt es? Wenn wir zusammenhalten... Hör mal, die zittern. Die werden alle abhauen. Ja? Aber wir sind keine schlechten Menschen, die Moslems. Wir wollen doch einfach Ruhe haben. Wir wollen einfach Ruhe leben. Leben, leben lassen, sagen doch die Deutsche. Und wo ist es? Wo ist es? Endlösung ist natürlich ein großes Ziel. Die Lösung, Bruder, das ist... Genau, das ist ja das Problem. Wir müssen uns vereinen, das ist das Wichtigste. Das Problem liegt darin, dass wir... Erstens, keine islamische Zivilisation haben. Zweitens, weil wir keine Kalifat haben. Ja, es liegt daran, dass wir, man hat jetzt heute gesehen zum Beispiel, wie viele Muslime haben wir in Deutschland. Man sagt offiziell 4 Millionen, aber ich gehe mal davon aus, dass es eigentlich 10 Millionen sind. Man müsste doch eigentlich nur mit 40.000 Leuten vom Brandenburger Tor jedes Wochenende stehen. Dann kommt der Konsum zum Erliegen und die Sache ist geregelt. Also Kalifat ist ja eine Lösung, also eine islamische Zivilisation. Das ist ja eine Lösung. Weil Kalifat ist das Schutzschild für jeden Muslim. Egal, sei ein Muslim irgendwo in Kanada, auch wenn es ein einziger ist, der da leidet, ist Kalifat dafür verpflichtet, diesen Muslim zu befreien. Und wie gesagt, ob jetzt nur die Uiguren jetzt befreit werden, haben wir das Problem nicht gelöst. Wie du gesagt hast, auf der ganzen Welt leiden Muslime. Und das ist das Problem. Das ist das Problem, dass wir kein Kalifat haben. Und aus diesem Grund werden wir ja unterdrückt, werden ja die ganzen Muslime unterdrückt. Die Muslime müssen endlich aufstehen mit dem Tauhid, mit der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam und zu einem einzigen Kalifat endlich sich vereinigen. Die Lösung ist nicht bei den Europäern oder bei den Amerikanern, bei demokratischen Systemen. Die Lösung ist bei dem Islam, bei Allah, bei der Umma und einem Kalifat. Nur so können wir der Umma helfen. Nur so heben wir das Problem mit Syrien auf. Nur so heben wir das Problem in Uigur mit den Ostürkistan, in Burma, in Jemen, in Afghanistan, in Irak. Überall haben die immer zugeschaut. Morgen kann Türkei dran sein. Übermorgen ist ein anderes Land. Die Muslime sollen endlich aufwachen, sich unter dem Tauhid, unter das Wort La ilaha illallah versammeln, damit die Unterdrückung weltweit aufhört. Ansonsten wird die Unterdrückung niemals aufhören. Hier seht ihr die Leute, die sich hier versammelt haben, gegen die Unterdrückung. La ilaha illallah, Muhammad Abdullah, La ilaha illallah.